Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landleben. Wir haben mal gesagt, wir machen mal weiter. Heute ist nicht viel da, wie ihr schon hier seht, also nicht viel da heißt nicht viel, was wir jetzt machen werden. Also jetzt nichts Großes. Sondern hier, wir werden heute unsere neue Produktion einweihen. Die seht ihr hier neben schon. Was es genau wird, seht ihr jetzt mal, wenn es weitergeht. Oh, ich bin natürlich auch dabei. Hi. Ja, logisch. Die rote Furcht sieh mal doch hier. Aha. Ah, so. Na, ich hab's endlich fertig gebaut gekriegt. Ja, herrlich. Ein bisschen älter hat der Mann gesagt, Ja, das ist aber es wäre egal. noch funktioniert. Ich habe jetzt hier ein bisschen was ausgebessert und noch ein bisschen Okay. was kaputt Ist hier war. gespachtelt und so, ne? Ja, hier da ein paar Dinger ausgetauscht. Der Oh, das Kamin kommt ist ja schon. frisch aus Italien, ne? Von meinem Opa. Ja, deswegen. Also. War eine Tortur, das hier herzubringen. Hier ist auch schön Mein Opa, Gullideckel. der hat auch schon Alarm geschlagen. Ist er gut angekommen, mein Schätzchen? Geht's dir gut? Ja, so. Aber natürlich hast du ihm gesagt, dass wir das nicht mehr zum Pizzabacken benutzen. Ja, ich habe gesagt, wir tun das so ein bisschen ummodulieren. Hat er gesagt, ist nicht schlimm, Hauptsache, das Ding ist in gute Hände. So, Leute, mein Mädchen, dann komm mal rein. Leute, sage ich schon zu dir. Leute, bin ich so viel. Ja, Die ist nämlich ne? doppelt hast du getrunken. Ja, sehr viel. Also, ich habe hier das Holzlager, habe ich hier, anstatt draußen, habe ich das reingestellt. Ja. Weil erstens hast du es dann im Trockenen und zweitens Ach, da werden Erinnerungen musste wach. nicht so viel laufen. So, Ich habe meinem Opa immer geholfen. ich habe schon mal die Gläser bestellt. Geil. Ne? Cookies. Ja, hier ist so schon mal so ein Stück Teig, wo wir sagen, so ungefähr wollen wir es haben. Ja. Ach Gott, dass es den noch gibt. Und da drinnen machen wir dann die Kekse drinnen. Da drinnen, Ja. ne? Und hier kommt dann das Brot rein. Sehr schön. Aber wenn ich überlehne, ich habe da immer mit meinem Opa früher gebacken und der hat dann immer mir die Pizza gegeben. Ich durfte sie immer da rinschieben und ah, so schön, all die Erinnerungen werden wach. Hier unten machen wir Feuer dann. Oh, wie schön. Ne? Oder da drinnen, das sieht man dann. Ja, Wasser funktioniert auch hier. Sehr schön. Hier hinten haben wir noch einen schönen Ausgang, wo dann hinten habe ich noch ein paar Tische. Du sollst nicht hochklettern. Bin, glaube ich, etwas breiter geworden seitdem. Okay, ich Ja, bist. war 8, wo ich mit ihm gebacken habe. Ich wollte gerade sagen, was ein bisschen klein, denke ich nochmal so. Ah, können wir hier Naja, draußen noch ein so. bisschen was machen, ne? Ja. Und ein bisschen lagern. Ja, das heißt, ich habe auch schon mit dem Händler gesprochen. Hoppala, wo bist denn du? Ah, da. Ich habe auch schon mit dem Händler gesprochen. Der hat alles. Kriegt er am Mann. Ohne Probleme in Massen. Ist gut. Wir brauchen dann nämlich. Was habe ich gesagt? Warte mal. Ich habe doch hier den Katalog. Hefe müssen wir kaufen. Salz. Leere Gläser. Wasser im Kanister können wir kaufen. Milch könnte man. Es ist die Sachlage. Das müssen wir gucken, ob wir die Milch jetzt so hier auch hinkriegen würden. In einem großen Fass oder ob wir die reintragen müssen. Ich glaube, das müssen wir alles reinbringen. Deswegen wäre es schon schlau, wenn wir das dann abfüllen lassen. Ja, Also ist was jetzt sinnvoll. also gekauft dann holen. Ich glaube, weil das ist alles da drinne. Und ich habe kein Schlauchsystem oder sowas, dass ich das dann bis da drinnen legen kann. Also, wir haben ja früher auch immer per Hand alles hier reingetragen. Also, warum sollte es heute nicht Ja, funktionieren? deswegen kaufen wir dann die Früher Milch. ging das hier mal offen, aber geht das nimmer? Doch, das geht offen. Ach, doch, ich wollte schon sagen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht mal gucken, ob mal so einen kleinen Milchwagen, weißt du, was ich meine, so zum Schieben Würde oder gehen. sowas. Dass wir jetzt erstmal das so machen und demnächst dann so einen kleinen Milchwagen oder sowas holen. Zum Schieben. Guck mal, viel bücken muss ich mir nicht. Ich kann trotzdem noch durchgucken. Oh Gott, wie schön. Und dann, ja, was gibt's denn noch dort? Was habe ich noch gesagt? Was gibt's denn noch dort? Ja, kannst eigentlich alles kaufen, ne? Er hat Schokolade. Hat er da? Sehr Zucker. schön. Ja, Mama mal dazu. Zucker, Mehl. Aber ich muss sagen, Zucker.
kriegen wir doch hier durch. Ja, das passt. Ja, also muss ich doch sagen, also den Zucker können wir dann vom Herrn Kessel bestellen. Ja. Und Mehl kriege ich doch auch, nicht Mehl, sondern die Schokolade kriege ich doch alle durch, ohne Probleme. Ja, locker. Also, dürfte doch hier kein Problem sein. Na, ob hast du hier du mit dem kleinen Auto schon hin? Deswegen, also das ist ja gar kein Problem. Ja, was brauchen wir denn noch? Eier? Okay, Eier haben wir jetzt hier nirgendwo mehr jemand. Sonst hätte ich Eier, die kann ich auch dort kaufen. So, dann brauchen wir noch die Brot- und die Kekskisten. Aber hat Herr Deschmeier hat doch Hühner, vielleicht kann der uns ein paar Eierballe da abkriegen. Hat der Herr Deschmeier Hühner? Ja, aha. Der hat zwar nicht viele, aber er hat. Okay, ja, warte mal, das müssen wir uns mal aufschreiben. Warte mal, ich schreibe mir mal auf, wo wir was herkriegen. Das heißt dann, das ist dann hier für Brot und Kekse, ne? Ja. Und Kekse. Weil wenn, dann will ich ja viele Inlandprodukte hier reinstecken für die Brot- und die Keksproduktion. Ja. Das heißt dann, den Zucker könnte man außerhalb holen. Genau. Zucker bei Kessel. Da müssen wir mit dem Herrn Kessel sprechen, dass wir dann so 2-3 Paletten ab und zu mal hier haben. Kommt immer darauf an, wie viel hier reinpasst. So, die Eier hast du gesagt. Jetzt, Herr Deschmeier, der müsste, wie gesagt... Deschmeier, da müssen wir mal halt mit, da müssen wir mal demnächst mit ihm sprechen, wenn er da ist. Und dann die Schokolade. Ja, gibt's dann von uns. Eigene. So, ja, ansonsten könnte man noch so alles vom Inland holen? Ja, jetzt extra deswegen eine Mehlproduktion, das finde ich nicht gut. Ah, jetzt keine Lust zu. Wir könnten Butter anmachen. Bei uns. Stimmt. Wir könnten bei uns in der Produktion die Butter anmachen. Die brauchst du dann auch nicht. Ja, das schalte ich jetzt auch an. Butter? Gut, dass ich das alles fernsteuern kann hier. Mhm, eigene. Dann schick mal da eine E-Mail, also eine E-Mail hin, dass die das anschalten. Yep. Dass sie die Butterproduktion anschalten. Ist schon passiert. Ja, das Milch ist dann halt das Problem. Ne? Ich glaube nicht, dass ich mit dem Milchwagen hier reinkomme. Das heißt, die Milch müssten wir, bis ich dann so einen kleinen Milchwagen habe. Ich glaube nicht, dass es irgendwas beim Händler gibt, wo es so klein ist. Tierhaltung, ja doch, es gibt... Ne, das ist Wasser. Wasser, Milch, Wasser, Wasser... Dann muss ich später mal Opa anrufen, doch, und gucken, ob der noch einen Milchwagen hat. Nee, es gibt, die Sachlage ist nur, ist der so klein, dass er reinpasst. Das ist der, musst du mal gucken, das ist bei unter Anhänger Tierhandlung. Tierhaltung, nicht Tierhandlung. Ja. Der Milk Trailer. Ich kann jetzt den Namen nicht aussprechen. Tanquel, Delite oder Delite oder wie das ist. Pfanne oder Hinne? Der ist mittig ist der. Der ist mittig. Der kommt dann nach dem Futter von Emily. Das Zeug, das gelbe Dinger. Ein paar Dinger hinten dran. Diese Tanqui Delite. Genau das. Okay. Ja, da müsste eigentlich... Also er ist klein, er ist wirklich klein. Der müsste doch passen. Da müssten wir halt mal gucken, wie das ausschaut. Ach, das müssen wir mal gehen. Holen, wenn du jetzt mal hier so guckst. Ich habe mal halt jetzt nur im Internet gesehen. Wir fahren mal mit dem Wagen runter. Das ist doch bestimmt jetzt nicht für einen Traktor, da kannst du doch bestimmt mit dem Auto oder sowas draufhängen. Dann hängen wir ans Auto. Komm, ich fahr. Ja, den kannst du doch bestimmt da reinfahren. Wir gucken mal nach. Probieren geht über studieren. Ja, ich muss gucken, dass hier alles zu ist. Ja. So, dann fahr du mal da runter und dann, schauen wir mal, was ist das Sache. Schnall dich an. Bin angeschnallt. Ja, fahren wir mal jetzt da runter. Ach Gott, bist du ja schon hier? Ja, logisch. Guckt man einmal aufs Tablet und schon... So, gucken wir uns das mal an.
Ach, der müsste durchpassen. Ja, oder? Ich glaube, der müsste doch durchpassen. Also nur verkaufen, Mann. Ich habe ihn jetzt mal ausgeliehen. Und dann wollen wir nicht gleich noch was mitnehmen? So, ja, können wir machen. Wir mal zum Antesten, wie viel was wo reinpasst. Von jedem so eins. Ja, dann stell mal hin. Also von jedem erstmal eins. Wir können ja immer noch en masse bestellen, aber von jedem eins, dass wir wissen, wie was reinpasst, ne? Ja. So, Hefe habe ich schon hingestellt. Salz auch. Dann die leeren Gläser. Die müssen wir sowieso immer hier kaufen. Wasser können wir ja dann auch mit dem da probieren, ne? Das lasse ich. Oder soll ich mal je Elkan hole, vorsichtshalber? An, vorsichtshalber. Nur Wasser, Milch, Schokolade. Investieren wir jetzt mal kurz. Mehl. Butter. Eier. Und Brotkorb und ein Kekskorb. Da. Ja, sonst noch was? Ja, noch genug. Na, warte, ich helfe dir mal. Hoppala. Ich stumbe. Sorry. Mach mal die Klappe zu. Klappe zu? Ja. Eine Klappe ist doch zu. Ja, wir müssen das schon ordentlich so, machen, weil ich muss das fest so gurten, dass der Polizist, weißt du. So, steig ein. Dann müsste passen, oder? Alles fest, oder? Ja, ja, das passt. So, dann gucken wir mal. Ja, aber gut was drinne jetzt. Pass auf, ne? Auf die Blitzer. Ich hab Blitzer stellen lassen. Blitzer? Mhm. Echt jetzt? Ja, ja, hier stehen Blitzer. Ich hab Blitzer stellen lassen. Oh Mann. Ja, hier ist jetzt keiner, aber gleich, wenn du bei der Ausfahrt rausfährst, da steht einer. Also praktisch, wenn man weiß, wo man sie gestellt hat. Also zu 100% weiß ich es auch nicht mehr, aber einfach 50 und dann passiert hier nichts. Achtung jetzt. So. Ja, musst du hier, wenn du hier reinfährst, fährst du mit 50 rein. Wenn es nicht zu teuer, wenn es nicht zu schnell wird, wird es ein bisschen teuer. Ja, hört doch was, oder? Mal gucken, wie es dann hier so alles ist. Ja, ich bin gespannt. Dann gleich mal schön alles einsortieren. So bin ich immer gespannt, wie es so läuft. Ne? Das Problem ist Holz, ne? Anmachen können wir so nett, weil wir kein Holz haben. Ich kann jetzt auch nichts fällen. Wir haben erst Juli. Nee, da müssen wir warten. Dashmeier ist auch nicht da, dass ich sagen kann, ob er mir mal ein Stück Holz vorbeibringen könnte. Ja, ne, dann fahr du mal da hoch und ja. Ich guck mal noch mal kurz auf dem Tablet was nach. Ja. Ah, oh, du fährst umständlich. Warum? Ich fahr mal hinten lang. Beim Bigfoot vorbei. Jo. Was ist denn eigentlich mit denen jetzt? Hat man keine schon, Ahnung, hat man schon mal was von gehört? Nicht. Ne. Immer noch nichts. Naja, der Hof ist ja stillgelegt. Es passiert da ja nichts mehr. Aber er muss ich hab da jetzt mich kurz geschlossen mit dem.
wo das alles sozusagen stillgelegt hat. Und er hat gesagt, es ist auch nicht so einfach, den Hof zurückzukriegen. Da steckt viel dahinter, vor allem offene Rechnungen noch vom Finanzamt und alles, ne? Das muss erstmal alles beglichen werden und keine Ahnung, also. Ja, ne? Und Tierhaltung ist erst Armut tabu, also und wenn dann nur mit strikster Kontrolle. Ja, schade eigentlich. Ich hab gedacht, das wäre ein korrekter Tipp, aber ja. Ja. So. Achso, wir wollten ja probieren, rückwärts rennen, gell? Ja, das wäre jetzt mal eine Sache, um zu gucken. Soll ich's machen? Och, ich weiß schon, hoffentlich Skikrieg. Ist auf überhaupt? Nee, lass mir mal raus. Alter. Lass auf! Ja, sag's ein bisschen spät. Einmal noch auf mir fahren, ey. Na, ich geh lieber weg, bevor die mich noch weiter überfährt. Das ist nicht gut. Geht's oder soll man reinschieben? Na, warte. Achtung, geh weg. Ja, das wird sehr knapp. Ich glaube nicht. Da wegen den. Koppel mal ab und versuche zu schieben. So, Achtung. Nee, lass mich mal. Warte mal. Ziehst du, oder wie? Aber da hast du ihn abgekoppelt. Ja, logisch. Ah, jetzt geht's hier. Achtung, geh weg da. Dann steht er nicht da. Das war extrem knapp. Dann steht er nicht da. Alter, oh, Alter, der Spiegel hat voll meine Brust gestreift. Ey, oh, wenigstens etwas muss er lang, was deine Brust streift. Hallo, Freundchen. Ja. Warte mal, ich geh mal von hinten und hin. Achtung! Vergiss es, geht nicht, lass es. Lass es. Wie gesagt, wir holen die, wir kaufen die Milch erstmal so und dann gucken mal, wie wir es machen. Hast du hier durch mal probiert? Nee, wenn es da nicht rum geht, dann funktioniert das da nicht. Wie ich weiß, ich kenne doch jemanden, eine Firma, die das macht. Wo ist die Ablade? Etwas höher. Ah, hier drüber. Okay. Ja. Müssen wir mal gucken, was die Fabrik so sagt. Wir brauchen jetzt erstmal Mehl, Wasser, ne? Salz, Mehl, Wasser, Salz und Hefe für Brotteig. Man kann echt das auch unten kaufen, also das geht fast voll. Ja. Mehl schon voll? Nee. Was haben wir denn das eigentlich jetzt da ergriffen? Ist. Ach so, Schokolade. Ja, wird doch was, oder? Ja, also passt ein bisschen was rein, das ist gut, du. Okay, Mehl passt halt viel rein, aber da können wir so mit der Palette hier reinfahren. Ja. Müssen wir uns mal nach dem... Wie ist es mit dem Zucker? Müssen wir mal nach dem Hubwagen reinsuchen. Ja, Zucker und sowas passen auch. Wird, ich denke mal, eine komplette Palette drin passe. Naja, komm doch her jetzt hier.
Du kannst sie hier draußen lagern, finde ich. Die brauchst du jetzt nicht drin. Ich glaube nicht, dass man die hier abgibt. So. Ja, Gläser passen für. Ah, das passt eigentlich alles. Gut, dann mach ich das schon heute. Mach ich mal noch ein paar Bilder für meinen Opa. Da könnte ich ja. Spaghetti! Da habe ich das schon mal angeschmissen. Teig haben wir noch keinen, deswegen können wir es noch nicht machen. Keksteig ist Augschmiss. Was du da? Spaghetti! Ja, übertreib mal nicht. Ja, mein Opa hat gesagt, er will viele Bilder. Ja. Das Brot dann backen. Brot kann man dann backen, wenn wir dann hier haben, ne? Da können wir hier dann drinnen auch ein Oh bisschen. weh, er hat gesagt, kommt mal zu Besuch. Oh ja. Ey! Alles so cool, alles okay Aua! bei dir. Alter, du kannst mal die Tür vom Kopf. Hallo! Könntest du mal aufhören, die Tür zuzumachen? Vielen Dank. Ja, echt nice. Ja, können wir dann da reinstellen und dann, wenn es soweit ist, können wir es dann Brot raushole. Ja? Yep. Yay, ich freue mich so. Ja, dann passt das doch hier. Dann kann man jetzt hier ein bisschen was Endlich. backen. Der Teig ist jetzt am machen, der läuft jetzt. Der dauert ein bisschen. Yay. Ja, okay, das können wir dann wieder wegbringen, das Ding. Das brauchen wir dann nicht. So Wenn es glücklich. hochkommst, brauchst du 2 Milchkannen. Ja. Das kriegst du alles. Also, was haben wir denn jetzt ausgegeben? Nicht viel, oder? Boah, nicht viel. Also, wenn du hier gut was an Keksteig und Kekse rauskriegst, kriegst du für eine Tonne, kommst du da wieder zurück, Alter. Es ist eigentlich schon gut. Also, du kriegst 3.500 Euro, krieg ich für die Kekse. Und das gebackene Brot krieg ich 2.000 Euro. Aber es sinkt gerade. Also, ich krieg nochmal 3.000 Euro, würde ich im Januar kriegen. Also, wenn wir das gut aufheben hier drinne, ne, hier ein Ja, bisschen das passt lagern doch. und dann passt das. Gut. Ja. Noch ein kleines Plänchen habe ich, und zwar, ich wollte eben Herr Deschmeier, ne, über das Rathaus her, Ja. ein Waldgebiet Waldgebiet schenken. zusprechen. Okay, der hat aber schon Waldgebiete, ne? Das weißt du. Ja, Er aber hat in 214, 212 und 213. Ja, aber in dem Sinne ein Waldgebiet, wo er alles fällen darf, komplett alles, radikal, und aber auch alles wieder neu setzt. Okay, ja, wie groß hast du dir das vorgestellt? Wenn ich jetzt mal so guck, Wir kennen das aber auch. Warum hast du die Kettensäge draußen? Entschuldigung. Alter, erschreck mich doch nicht so. Sorry. Ey, guck mal, hier ist so ein alter Hubwagen. Geht der noch? Oh, bestimmt geht der noch. Ja, cool, Ja. dann wissen wir, wie wir die Paletten da reinkriegen. So, So, auf jeden Fall. aber, was? Ich könnte das anders da vorschlagen. Ja, wie denn? Anstatt, dass wir dem das schenken, kaufen wir da das große Waldgebiet unten, unterhalb der Stadt. Die Unterhalb der 232. Also Stadt. jetzt nicht wir, sondern die Stadt kauft das. Wo? Unterhalb der Die Stadt. 232. Genau. Ja. Und er kümmert sich drum. Das heißt, dass es ein von neues Forstgebiet ist, was der Stadt gehört. Und er bekommt den Auftrag, dort dieses komplette Gebiet zu beforsten. Das heißt, alles nachgucken, ob Bäume da zu dicht aneinander stehen. Wenn ja, weg damit. Totbäume raus. Das, was nicht mehr gut aussieht, raus. Alles neu aufforsten, dass er sich immer schön drum kümmert, dass es ordentlich aussieht. Und das, Richtig was. vielleicht anlegen. Genau, und das, was er da rauskriegt an Holz, darf er behalten. Somit würden die Insässigen hier jetzt nicht eifersüchtig werden, weil das kostet schon 1 Million. Das ist schon ein bisschen was. Und so hat die Stadt das gekauft. Die Stadt kann hier kaufen, was es will. Das ist die Stadt.
Und somit hat die Stadt das gekauft und ja, er hat damit kein Problem und wir haben damit kein Ich Problem. wollte eigentlich für, das ist eigentlich schon gutes Waldgebiet, ohne ich wollte für Kinder so eine kleine Waldanlage haben irgendwann, wo dann sie sich aufhalten können, spielen können, ohne Bedenken, sie brechen sich jeden Moment was oder es knallt der Ast runter oder sonst irgendwas, Ja, genau, weißt dann kannst du halt mit ihm sprechen. Ich werde das mal veranlagen dann über über die Spesenkosten du? Ja. von der Stadt, über die Kosten und allem drum und dran, wird man mit dem Finanzberater besprechen. Also also von Genau. der Stadt der Berater, jetzt nicht der Herr Zollende, sondern der von der Stadt. Ob das alles im Budget passt, aber ich denke mal schon. Und dann Die Stadt kaufen. hat so viel Geld. Und dann Das habe ich jetzt nicht gesagt. wir das ganze Stück und dann passt das. Ja, machen wir so. Gut. Ja, passt doch. So, Klasse. ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun. Du bringst den Milchwagen hier zurück, den brauchen wir da nicht. Genau, Der mache passt da ich. nicht rein, weil die zwei Kannen kann man auch kaufen, also wenn wir sowieso Dann unten sehen wir uns sind. später. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Soll das werden? Bis dennchen, tschüss. Ja. Jo, Leute. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mine hat sich schon gleich ins Auto verpinkelt. Ja, das ist eine Bäckerei. Wie ihr hier schon seht, ne? Ofen für Keks und Brot. Das könnt ihr euch ganze aus dem Mod-Hub rausziehen. Wenn ihr darauf Bock habt. Und könnt euch das Ganze downloaden und dann mitspielen. Auf dem Server funktioniert es, wie ihr seht, ohne Probleme. Schmeißt keine Fehler, keine Errors, keine Lua-Calls, nix. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, ihr kriegt auch alle Sachen, die ihr dafür braucht, könnt ihr euch hier auch dann im Laden kaufen, ne? Ohne Probleme. Ja, diese Mod heißt Brot für Kekse. Vielleicht, ich werde den, glaube ich, mal in der Videobeschreibung reinpacken, Ja. dass ihr den in der Videobeschreibung hier nur einfach downloaden müsst. Und ja, ich finde ihn cool. Ich fand ihn cool. Ist jetzt so eine Art Roleplay-Mod-Vorstellung gewesen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Eine geile Sache. Dann viel Spaß. Lasst ein Abo und ein Like da, das Glöckchen aktivieren, wenn ihr keine Folge vom Landleben oder andere Folgen verpassen wollt. Schaut Und natürlich auch bei den natürlich. anderen vorbei. Ne? Die sind alle in Genau. der Videobeschreibung verlinkt. Auch nicht Partner von uns, sondern einfach nur Kanäle, die wir cool finden, mit denen wir gerne aber mal was machen würden oder mit denen wir mal was machen oder mit denen wir einfach im Gespräch sind und gute Kumpels oder Freunde geworden sind. Einfach mal draufklicken auf die Kanäle, ein Abo dalassen, Glöckchen aktivieren. Leute, es ist kostenlos. Es kostet euch nichts. Einfach nur klicken, fertig. Und ihr Und das unterstützt war's. uns und wir sind fröhlich. Von da aus, bis dann, Genau. Leute. Wir sehen uns heute Tschüssi. Abend im Livestream. Ciao.